Willkommen bei Grounded, wo es erneut zum Wespennest heute geht. Und im Inventar. Okay, sehen wir, dass ich die Fackeln vergessen habe, die ich mitnehmen wollte. Läuft. So, die Bomben nehmen wir mal nicht mit. Ich wollte diese Fackeln hier mitnehmen. Ich habe die Armbrust mal rausgeschmissen dafür. Wir haben die BBQ-Medley hergestellt. Und wie ihr seht, habe ich auch den Zeckendolch hergestellt. Und was kann der Zeckendolch? Wollten erst mit Salz machen, jetzt habe ich ihn so gelassen. Finaler Schaden und er hat Lebensraub. Mal gucken, es ist zwar nur eigentlich ein Kampfschwert, aber kommt mir eher wie so ein Dolch vor. Oder, ja. Oder ist es jetzt ein Schwert? Es ist ein Obsidianschwert. So, nach dem Intro stellen wir noch was um. Und zwar gehen wir mal in die Mutationen rein. Schauen wir mal, das ist der mysteriöse Fremde. Aber wir nehmen den Ameisenmenschen raus, weil die helfen uns noch nicht. Und wir nehmen den Schwertmeister wieder rein. Damit können wir den Erschöpfungstimer rausnehmen. So. Wie gesagt, hochgradig interessant, mal mit einem Schwert zu kämpfen. Es ist kein Katana, aber das Ding sollte unser Leben wiederherstellen. Könnte gegen einen verrückten Wespenhaufen extrem wichtig werden. Ich hoffe jetzt, dass es kein Fehler war, die Armbrust abzulegen. Dann hätte ich natürlich auch noch mit Salzfallen arbeiten können. Das wäre eine Überlegung gewesen. Jetzt habe ich mal bewusst mein Inventar freigemacht. Weil durch den Feuerschleuderer hier durch die Geschichte habe ich ja nur noch ganz selten mit der Armbrust gekämpft, weil eigentlich habe ich alles über den Feuerschleudereffekt geregelt. Gucken wir mal, ob sich das jetzt als Fehler erweist oder ob das im Gegenteil sogar hilfreich ist. Dieses ganze gegnerverseuchte Gebiet hier, ne? Wo ist die Blattlauschen? So, wahrscheinlich kriegen wir eh tierisch auf die Klappe.
So, noch ein großer Vorteil von diesem Obsidianschwert ist, dass wir gleich eine Fackel mit rausnehmen können. Jetzt zeige ich euch mal, der Nachteil beim Kämpfen ist einfach, es gibt immer drei Schläge und dann... Aber ihr seht schon, ich baue so viel Leben auf, dass ich gar nicht in Probleme komme. Hm? Also, ist schon relativ cool. Das habe ich ja früher extrem geliebt, dass man angreifen konnte und quasi kein Leben verloren hat. Ob das dann so praktikabel gegen wirklich gegen eine schwarze Witwe zum Beispiel ist, das haben wir dahingestellt. Aber das ist jetzt hier schon ziemlich cool, oder? Das war jetzt extrem drei von denen. Gut, man braucht mehr Treffer. Ist ganz klar. Wieder durch. By the way, ich habe keine Spinnen im Wespennest gesehen. Weiß nicht, ob die Wespen sie dann gekillt haben, aber gesehen habe ich keinen. Was greift das an? So, jetzt gucken wir mal, wie effektiv das Schwert hier gegen diese Wespen ist. Ja, kommt, greift an. Schon mal gleich ein großer Käse hier. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Ganz ehrlich. Jetzt komm doch, greif auch an.
I could devour a Billy Hog right about now. Okay, das war jetzt eigentlich nicht meine Intention gewesen, ne? Aber egal. So, und jetzt gleich kommt es eh zum Schwur bzw. zur Wahrheit. Keine Ahnung, was passieren wird. Ich würde einfach sagen, wir schauen einfach mal. Viel Spaß. Da ist er. Das an, wie viel Leben ich hier absauge. Guckt euch das an, wie viel Leben ich einfach abgesaugt habe im Ziel. Na komm, greif an. Also ich finde, ich mache zwar nicht viel Schaden, aber das Ameisenschwert, ne? Das Zeckenschwert, das holt so viel Leben zurück, das ist einfach geil. Trotz der heftigen Vergiftungen, ja. Machen. Das ist hier auch nicht viel besser mit. Heftig. Aber es macht Spaß. Also mit der Waffe würde ich gerne mal gegen eine schwarze Witwe kämpfen. Jetzt aber mal ohne Scheiß. Es würde mich echt mal interessieren, ob man damit auch gegen eine schwarze Witwe den Lebensverlust auffangen könnte. Werde ich gleich das erste Mal wahrscheinlich einen Lebensstand brauchen. So, jetzt nehmen wir den ersten Lebensstand. Um mal ein bisschen gegenzusteuern hier. Yeah.
Ich sag mal so vom Gefühl her, wenn da jetzt nicht wer weiß, was noch kommt, ich pack sie. Steckst jetzt nicht wirklich da fest, oder? Also gegen den Mantis ist das den Kindergeburtstag gerade. Die Wespenkönigin. Ja, salzig, war klar. Kopf, Wespenkönig Flügel, Wespenkönigin Teile. Geil, ich habe alle drei Bosse einmal besiegt. Gut, jetzt müsste ich die und dieses hier einmal identifizieren. Nein, bin ich doof. Das hat aber auch, vielleicht ist es auch diese Kombination im verbunden mit der Attentäterrüstung. So, komm, identifizieren wir das mal. Analyse. Baden-Tudor. Bosssoße. Badenbogen. Krieg ich doch noch einen besseren Bogen? Wespenkönigin Deckenventilator. Alles klar. Hängematte. Okay. Mal ehrlich. Gibt es einen Brustbogen hier? Ich dachte immer, die Armbrust ist die beste. Fernkampfwaffe. Da ist die. Das ist der Insektenbogen. Und da gibt es noch den Badenbogen. Geringe Bedrohung. Okay.
Das klingt interessant, ganz ehrlich. Badische Ermutigung, was bräut? Um am Hof der fliegenden Königin zu überleben, sind Anmut und Stil erforderlich. So, was war jetzt dieses? Die Bosssoße? Eine von Kritikern gefeierte Mixtur, die aus den schlimmsten Käfern im Garten besteht. Ja, super. Und der Mentiskopf hält immer die Mutterspinnzellerin. Plus kritische Trefferchance und es heilt. Das finde ich so fies, dass der Orchideen-Mantis-Kebab immer Mutterspinnenbrocken braucht. Okay, dann denke ich mal, in die Folge passt noch ein Kampf und dann gehe ich in der nächsten Folge mal da unten zu der Tür, wo die drei Bosse angezeigt werden. Machen wir das Ganze nochmal bei Nacht. Aber erst den Hunger stillen. Läuft, komm her runter.
Lern die doch einfach mal, du blödes Vieh. Jetzt habe ich nie aufgepasst. Käse. Das wäre jetzt fast, das wär fast gerade völlig in die Hose gegangen. Wow. Okay, das gibt ein bisschen Überlänge. Wir müssen gerade mal ein bisschen auf diese Wespenkönigin konzentrieren. Einfach zu langsam, da kann man mir doch erzählen, was man will.
Gleich haben wir sie, gleich haben wir sie, gleich haben wir sie. Da baut sie auch Leben wieder auf. Die heilt sich wieder, ne? Oh, himmlisch. Oh. Geht auf keine Kur. So, beim nächsten Mal dann die Kaffeemaschine. Bis dahin. Also die Kaffee. Der Eingang, die Geheimtür.